Konferenz und freue mich, hier den Lars Mackel vorzustellen, der heute über Kommunizieren, Informieren, Akquirieren, Plone als Kommunikationsmittel im Online-Marketing redet. Und seine Kollegin, die Katrin Katzmann, kann heute krankheitsbedingt leider nicht kommen. Dann, ah ja genau, und von der Firma Z-Werk ist das, wollte ich auch noch dazu sagen. So. Dankeschön, wunderbar. Dankeschön, ja. Ja, meine Damen und Herren, liebe Plone-Freunde, es freut mich, dass ich hier heute sprechen darf bei Ihnen. Wie es der Kollege gesagt hat, ist meine Kollegin leider krank. Das heißt, es könnte an der einen oder anderen Stelle etwas improvisiert aussehen. Ich habe nämlich die letzten zwei Tage den Vortrag für eine Person umarbeiten müssen. Ja, ich bin von der Firma Z-Werk, hat er schon gesagt, und wir beschäftigen uns mit Plone. Und uns wurde jetzt das Thema zuteil, Plone als Kommunikationsmittel im Online-Marketing. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt ein typisches Anwendungsfall für Plone, sondern man wird sich ja fragen, wie Plone als Marketingwerkzeug, was soll denn das bitte? Ja, das gucken wir uns jetzt mal an, wie das funktionieren kann. Wie so oft ist eigentlich die Frage im Marketing und auch im Online-Marketing, wer sagt hier was, zu wem, mit welcher Absicht? Das ist also relativ zentral an der Stelle, ganz unabhängig jetzt, ob von Plone oder von Online-Marketing. Ja, wer, das sind wir, vielleicht als Anbieter, als Hersteller. Und was stellt sich natürlich die Frage, was sind wir? Sind wir ein Dienstleister oder sind wir ein Hersteller von Papier oder ein Hersteller von Automobilen oder sowas in der Art? Und ja, zu wem? Wer ist unsere Zielgruppe? Ganz entscheidender Punkt immer wieder im Marketing natürlich. Und ja, was wollen wir erreichen? Aufmerksamkeit oder wollen wir informieren? Das ist also die zentrale Frage. Ja, wo das alles schiefgegangen ist, da habe ich jetzt ein Beispiel mitgebracht. Hier. Hier ist es also so der marketingmäßige Super-GAU. Zielgruppe erreicht, also einer, der Erbschaftssteuerberatung machen wollte und hier nebendran, ob der seine Zielgruppe auf bild.de findet, ist so noch die Frage. Genauso auch hier, ja, die Sparschlacht in Athen und das Sparen Spaß macht. Ja, was passiert mit unserer Werbung da draußen? Das ist so die Sache. Wenn man sich so umhört im Online-Marketing, dann hört man das übliche Buzzword-Spamming, so große Wörter wie Customer Service, wobei das wohl so ein Begriff ist, der von Pre- bis After Sales, was immer das heißen mag, reicht. Auch E-Mail-Marketing hört man immer noch, beziehungsweise wird noch von gesprochen. Ja, die Werte hier, die Größe, da hatten wir Google Trends angeguckt und so, das hatten die Kolleginnen ausgewählt. Also es hat schon eine gewisse Relevanz wie Häufigkeit der Nennungen. Ja, aber Begriffe über Begriffe, und da habe ich gedacht, wie bringe ich da jetzt einen roten Faden rein? Und da habe ich mich mal zurückbesonnen, ja, back to the roots sozusagen. 1968 haben drei schlaue Typen sich schon mal was ausgedacht gehabt. Und zwar, wir haben einen Kunde oder einen potenziellen Kunde, der was kaufen möchte und der sucht erstmal Informationen. Das haben die Kunden 1968 auch schon gemacht, ohne Internet. Ja. Und dann evaluiert er das, er guckt vielleicht nach, fragt nach, was habt ihr denn für eine Erfahrung dazu? Und ja, kommt, wählt was auf, kauft hoffentlich und ja, dann kommt das, was gemeinhin als After Sales bezeichnet wird. Mit allem, was dazugehört. Ja, das ist das, was ich mir überlegt habe oder was sich meine Kollegin Katzmeier überlegt hatte und was ich dann versucht habe mitzubringen. Außenkommunikation des Unternehmens, dann Interaktion, Kollaboration und eben das Monitoring und dann noch ein kleiner Ausblick dazu. Ja, vielleicht haben Sie es mitbekommen, München ist vom Erdboden verschwunden.
Also wir sind eigentlich gar nicht da. Wie konnte das bloß passieren? Ja, ja, wo, also vom virtuellen Erdboden muss man vielleicht dazu sagen. Ja, Facebook hat München verschwinden lassen am 16.02. Und zwar die Domain facebook.de/München war für 400.000 Fans plötzlich nicht mehr verfügbar. Und warum? Weil ein gewisser junger Mann namens Zuckerberg gemeint hat, wir machen jetzt eigene Städteportale und die Domain einfach eingezogen hat sozusagen. Und ja, dann musste München. Das zeigt uns eine Sache bezüglich Online-Marketing, dass Facebook und Co. eigentlich Beiwerk sind, begleitend sind, aber die Basis für unser Online-Marketing sollte das sein, wo wir die Kontrolle selbst drüber haben, und zwar die eigene Webseite. Die eigene Webseite, auf die kommt es an, weil das ist unsere Basis. Ja, eigene Webseite, wie sollte die aussehen, damit der Kunde, der sich ja informieren möchte, hoffentlich ideal sich informieren kann. Das sehen wir jetzt an einem schönen Beispiel. Das hier ist eine unserer Referenzen, die ich da mitgebracht habe. Das ist die Pop-Akademie Mannheim. Die ist eine Blown-Seite. Und ja, wie spricht man heutzutage die Zielgruppe an? Eine Pop-Akademie hat als Zielgruppe junge Leute, musikbegeisterte Leute. Und ja, wir haben hier also oben das Logo. Dann haben wir hier eine große Bühne im Prinzip, wo sich die Zielgruppe sofort wiederfindet. Dann haben wir rechts rüber die relevanten Punkte, Studium und so weiter. Und dann hier unten allerlei News und Termine und dergleichen mehr. Ich habe auch mal noch unsere Startseite mitgebracht, wo man den unteren Teil auch sehen kann. Wir haben jetzt hier so direkt Einstiegsmöglichkeiten für zu den einzelnen Themen, also zu unserer Software oder hier zu Plone und diesen Sachen. Und unten der Übersichtlichkeit halber nochmal eine Sitemap. Das ist so das, was heutzutage State of the Art ist. Wenn wir uns jetzt so eine Unterseite angucken, da ist ganz klar zu sehen, wie ist so das aufgebaut, wie sollte das aufgebaut sein. Wir haben jetzt also hier noch zusätzlich eine Breadcrumb-Navigation, auch wieder rechts rüber diese Punkte und runter zu die Untermenüpunkte. Und dabei sollte beachtet werden im Online-Marketing, dass das Menü nicht an beliebigen Stellen ist, sondern dass es immer an dem gleich einer zu erwartenden Stelle ist und ja, direkte Kontaktmöglichkeit für den Kunden. Das Ganze folgt dem F-Muster. Das wurde 2004 erstmalig in den USA untersucht. Und dann einer schlaue Kerl namens Jakob Nielsen, 2006 hat das untersucht. Und zwar vom Eye-Tracking her ist es hier oben fängt an und dann immer die Fs, geht das so rüber und nach unten. Ja, so ist der Aufbau. Das führt dazu, dass viele Seiten relativ ähnlich zueinander aussehen. Dann noch ein Satz zu dem Text an und für sich. Oben Headline, dann hier die Highlights, das Relevante zuerst. Und dann genau, wie bei der Presse auch, oben das Wichtige und nach unten hin die Detailinformationen, weil wer will denn schon bis ganz unten hin scrollen? Ja, so sieht es, das kennen sicherlich viele von Ihnen. Und von daher habe ich mir gedacht, bei so vielen Beiträgen, die es hier gibt, brauche ich Innenansichten von Plone vielleicht gar nicht so viele zu zeigen. Also, zumal ich ja sowieso nicht der Programmierer bin. Ja, wir haben hier, ich habe ein Beispiel rausgegriffen, hier den Titel, dann das, was im Menü erscheinen soll, dann hier die Zusammenfassung, hier unten den Text. Das Schöne bei Plone ist, habe ich selbst erfahren, habe ich mir immer wieder sagen lassen, Ease of Use, dass man als Redakteur die Sachen irgendwo eingeben kann, nämlich in den zugehörigen Feldern, und dann, wie von Geisterhand, dass alles an die richtigen Stellen kommt. Ja, also dieser Titel hier wird automatisch hier, wie man im Quelltext sehen kann, zur H1-Überschrift und so weiter. Die anderen Dinge auch, die kommen an die passenden Stellen, die relevant sind, wie wir dann später sehen, auch für die Suchmaschinen an die passenden Stelle. Da ist also das ist eine der großen Stärken von Plone.
Ja, Suchmaschinen. Also wir haben das Angebot für den Kunden, der gerne was kaufen möchte, eventuell sich informieren möchte, komplett aufbereitet. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er den Weg zu uns findet auf die Webseite. Und ja, ich habe dann recherchiert, dass auch im Januar 2012 Google wieder die Hauptseite ist, die Hauptsuchmaschine. Also wie läuft das ab? Das kennen Sie wahrscheinlich. Man gibt da oben so eine Suchphrase ein, so plown, und dann gibt es hier irgendwie so eine Anzeige, da muss man Geld für ausgeben, und dann gibt es hier irgendwie ein reguläres Suchergebnis, da kann man auch drin erscheinen. Ja, so, das ist also ganz nett. Aber wie stellt man das jetzt an? Ja? Und da sind wir dann da bei dem Teil, der sich eben mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Und Suchmaschinenoptimierung ist natürlich alles, ja, wie es da schon steht, all about words. Es geht immer um Keywords. Keywords, Keywords, Keywords. Auch wenn man Blown verwendet, auch wenn andere Content-Management-Systeme, es geht immer um die Wörter. Und vor allen Dingen um die Suchphrasen, wie der Kunde sucht. Und dann um die Kunst, das so zu verwenden, dass die Webseite optimiert wird dazu. Ja? Also, dass man sagt, bei der und der Suchphrase wird eine von unseren Unterseiten gefunden. Und das ist nicht so ganz einfach. Man kann nicht alle Seiten auf alle Suchsätze optimieren. Ja? Das sind so Dinge zu berücksichtigen, dass die im Bodytext die Worthäufung nicht zu hoch ist, ja, maximal 5%, sowas in der Art. Es gibt Online-Tools, mit denen man das überprüfen kann. Man kann es vergleichen mit dem Wettbewerb. Ja. Und da stellt sich heraus, dann, wenn man das macht, mit einer Blown-Seite, dass Blown eigentlich von Haus aus sehr gute Figur dabei macht. Der Titel ist da, wo er sein soll, der Seitentitel, die Titel der Unterseiten, die Meta-Description und so weiter, das ist schon recht gut. Ja, Tools, die dabei helfen können, Keyword-Datenbank.de und andere Dinge, ja, da gibt es natürlich einiges, wenn man danach sucht. Ja, und dann kommen wir zu dem, was zusätzlich die Seite flankieren könnte. Ja, wir haben unsere Basis geschaffen, jetzt flankieren wir die Seite. So, zum Beispiel mit Beiträgen auf den sozialen Netzwerken oder mit Blogging. Das Hauptproblem an diesen Sachen ist, dass man A, immer was Neues liefern muss und B, dass die Leute, da habe ich den Herrn Wenzel mitgebracht, der untersucht hatte eben, dass bei 50 Millionen Blogs die meisten Leute, wobei sich das auf USA bezog hier, sich über Konsumgüter unterhalten. Also es geht um Konsum in den Blogs, vielfach. Ja, gibt noch Fachblogs, natürlich auch einen blauen Blog und so weiter. Aber es wird darüber über erfolgreichen Kauf oder Nichtkauf geredet. So, das führte bis hin zu einer neuen Disziplin von Dienstleistungen, die von, ich sag mal, Softwarehäusern, IT-Dienstleistungen, Webagenturen angeboten wird, nämlich dem sogenannten Blog-Spying. So große Unternehmen beauftragen eine Firma, in den Blogs zu suchen und zu sagen, okay, wie wird denn, ja, dem Volk auf den Mund zu schauen, wie wird denn über uns geredet? So. Ja, was haben wir bei Plone? Was haben wir an Plone an Produkten? Ja, da ist jetzt, sage ich mal, das ein bisschen knapp geraten an der Stelle. Weil, klar, weil ich das improvisieren musste, meine Kollegin da etwas mehr vorbereitet hatte. Also es gibt mehrere Social Likes, so dass man sagen kann, also Facebook, Google und Co. Account kann man liken, ja. Da gibt es Zusatzprodukte für Twitter auch. Wo ich Wert drauf gelegt hatte und gesagt hatte bei der Recherche, bitte darauf achten. Und da hatten die Kollegen dann auch ein bisschen Probleme. Wenn die Sachen länger nicht gepflegt sind und die Community oder auch derjenige, der es entwickelt hat, es irgendwie dann aufgegeben hat und deswegen steht hier das Datum der letzten Aktualisierung dabei.
Also die zwei ersten sind halt recht neu und ja, gut gepflegt. Dann habe ich hier Blogs und Publishing mal zusammengepackt. Ja, EasyBlog ist leider noch Pre-Release. Den Charn habe ich mit drauf, weil der ein Microblogging mit drin hat. Ja, aber man würde sich so, wenn man ein bisschen danach sucht und guckt, schon wünschen, dass das noch ein bisschen mehr wäre, was es da gibt. Ja. Ja, nochmal zurück zu unserem Verhalten des potenziellen Kunden, des potenziellen Käufers. Also wir haben ihn informiert, wir haben ihn, er war auf Blogs unterwegs, er hat da über Konsum gelesen, er hat gelesen, dass die Fahrzeuge, die wir herstellen, toll sind oder eben auch nicht. Und ja, jetzt geht es um die letzten beiden Punkte, nämlich die Produktauswahl und die Nachkaufbetreuung. Dass man sagt, okay, man geht im Support auf den Kunden ein und ja, da gibt es einmal den Plan-Form-Gen, den wir auch gerne immer wieder einsetzen. Plan-Form-Gen ist ein, da kann man Daten einsammeln, kann man sagen, okay, gib mir mal Daten, dass ich dir ein individuelles Angebot machen kann und dann eben noch das andere Produkt, was da unterstützen könnte bei dieser Phase des Kaufes. Ja. Wie wichtig das ist, dass man den Kunde in der Nachkaufphase abholt, ihn nicht alleine lässt mit seinem Produkt oder mit seiner Dienstleistung, sieht man im nächsten Beispiel. Einige werden das von Ihnen vielleicht kennen, United Breaks Guitars. Also es war ein Musiker, der reiste mit United Airlines und der musste vom Flieger aus zuschauen, wie seine Gitarre so da rumgeworfen wurde und die da kaputt ging. Und hat er einen schönen Song gemacht, also Rechtsstreit gab es natürlich auch noch mit United Airlines, und hat einen schönen Song gemacht, den kann ich nachher auch vielleicht einspielen, und hat den auf YouTube veröffentlicht. Und ja, ein einzelner Benutzer hat 11 Millionen Klicks auf YouTube, 11 Millionen haben das gesehen. Also man sollte sich um die Kunden, die möglicherweise unzufrieden sind, kümmern. Ja, was kann Plone dabei für uns tun? Also Plone kann sich auch um Videos kümmern, man kann auch Videos einbinden, man kann auch eigene Videoportale machen und eben die Chat-Geschichten. Auch wieder habe ich hier drauf, hier habe ich jetzt Charn als Chat mit drauf. Ja, also das Blumi ist eine Video-Sharing-Plattform. Der Red Turtle Video ist zum Einbinden von Videos auf der eigenen Seite gedacht. Ja. Ja, das war also die Interaktion mit dem Kunden. Monitoring und Optimierung. Also der Kunde ist sehr informiert, der Interessent sehr war auf Facebook, hat Like-Buttons angeguckt, hat sich Kommentare von seinen Freunden angeguckt, ist ein sehr informierter Käufer, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, allseits bekannt, sammelt allen voran Facebook Daten ein über Verbraucher, aber auch wir können natürlich Informationen über den Verbraucher gewinnen, zum Beispiel mit Google Analytics, das machen wir auch. Wobei ich jetzt nicht rausfinden möchte, was der Einzelne macht. Ich möchte nicht den Einzelnen, sondern ich möchte einen Gesamteindruck davon bekommen, was kommen denn für Leute auf meine Seite. Ja. Ungeachtet eben dieser Diskussion, Datenschutzerklärung, die man jetzt überall anbringen sollte, weil da ein wild gewordener Datenschutzbeauftragter sagt, das geht so nicht, weil das zurückverfolgt werden könnte und so weiter. Aber es ist schon ein begründetes Interesse, würde ich mal sagen, ungefähre Nutzerdaten zu bekommen, damit ich das Angebot entsprechend zielgerichtet auf unserer Seite auch gestalten kann. Da unterstützt uns Plone auch wieder. Es gibt also zwei Plone-Produkte. Hier unten haben wir es aufgeschrieben, für Google Analytics einzubinden. Und das Piwik, das ist eine Open-Source-Alternative zu Google Analytics. Ja, das hier ist ein eigenes Produkt. Wir haben also zwei, drei
kleine eigene Produkte, die auch in der Community verfügbar sind. ClickMap, also eine Heatmap ist es, mit der man gucken kann, wo hingeklickt wird auf so einer Webseite. Haben meine Kollegen entwickelt. Das Besondere an unserer Heatmap ist, dass es nicht auf externe URLs zugreift und dass die Daten direkt innerhalb der Plone-Instanz gespeichert werden. Also das, wie ich mir habe sagen lassen, war das nicht so ganz einfach zu realisieren. Ja, Sie können es mal ausprobieren, wenn Sie möchten. Ja, jetzt bin ich schon, vielleicht ein bisschen zu schnell, aber gut, bin ich schon im Prinzip beim Ausblick, lokale Suche. Lokale Suche. Ja, was bringt die Zukunft? Was wird uns die Zukunft bringen im Online-Marketing? Bei Google, Google ist die große Suchmaschine und das Schlagwort heißt Go Local, beziehungsweise lokale Branchenverzeichnisse. Das ist ein Trend auf jeden Fall, wo man sagen kann, dass eigentlich ein guter Trend, der auch vielen nützen dürfte, also gerade kleinere Gewerbetreibende oder Freiberufe. Ja, ein Rechtsanwalt in München, der wird sicherlich nicht weltweit Werbung machen wollen, sondern kann sich gut positionieren, indem er sagt, da und da, den Fachbereich mache ich und das in München. Zum Beispiel, ja, und dann ist hier noch ein Handy abgebildet, klar, dieses die erweiterten Geoinformationen, die man bekommt, man geht irgendwo hin, kriegt gesagt, hier ist die Blown-Konferenz, hier ist eine tolle Kneipe in der Nähe und so weiter. Was mich dann auch schon im Prinzip zu dem Nächsten bringt. Ja, das fiel mir heute Morgen nochmal ein, dieses Zitat, es geht um mobil, dieses Zitat aus der Süddeutschen Zeitung vom 15. Ich hatte mir das extra aufbewahrt gehabt. Der liebe Mark Zuckerberg hat nämlich eine Befürchtung, dass er seine Anzeigen nicht mehr so gut verkaufen kann, sondern dadurch, dass es mehr und mehr mobile Endgeräte gibt, dann gar kein Platz mehr für seine Werbung daneben ist. Ja? Und hat das in seinem Börsenbrustprojekt tatsächlich auch kundgetan. Und das hier ist ein Zitat aus der Süddeutschen, die das da abgedruckt hatten. Ja, spannendes Thema. Was kommt? Es gibt inzwischen mehr mobile Benutzer von Webseiten als über den PC in klassischer Weise. Und da gibt's, ob Wunder oder Wunder, eine Firma, wir waren es nicht, aber die lieben Kollegen, hier, M-Fabrik hat es geschafft, da auch Produkte zu anzubieten. Und ich habe auch gesehen, dass die hier auf der Konferenz auch einen Beitrag haben. Da habe ich mir gedacht, gut, da brauche ich da nicht weiter viel zu sagen, sondern das wissen die selber natürlich viel besser, M-Fabrik. Und da gibt es auch die ersten Mobile-Produkte zu plauen. Tja. Ich wusste nicht ganz genau, wie lange ich brauche für den Vortrag. Und damit bin ich am Ende, nach nur 25 Minuten, und stehe Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung, sofern ich sie beantworten kann. Ja, bitte. Ja, da rein. Okay, danke. Ich habe eine allgemeine Frage zu Ihrem Unternehmen. Kommen die Kunden zu Ihnen und sagen, ich will eine Plone-Seite haben, oder sagen Sie Ihren Kunden, Sie brauchen Plone? So ganz so, kann man das allgemein was zu sagen? Ja, also es ist schon durchaus vorgekommen, dass Kunden kamen, die sagten, okay, wir wollen eine Plone-Seite haben, die sie gesucht hat nach Plone. Aber es sind auch durchaus Kunden gekommen, die gesagt haben, wir wollen einfach nicht Typo 3, nicht PHP-Sachen haben, sondern wir wollen was Vernünftiges haben. Kam auch, ja. Und unser Unternehmen, wir bieten ja auch ein ZOP-basiertes CRM-Produkt an. Das Z haben wir, Z-Reports haben wir es früher genannt. Das heißt, es ist nur noch Z. Ist ein reines ZOP-Produkt. Das hat uns natürlich auch immer wieder in Kombination den Rücken mitgestärkt. Ja. Noch weitere Fragen? Ja, in dem Fall bedanke ich mich für den Vortrag.
sind wir, glaube ich, ein bisschen früher fertig. Das ist aber auch kein Problem, denke ich mir. Ja, Kaffee trinkt auch jeder gerne. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Okay.